Herzlich willkommen, lieber Widder, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 4. Oktober bis zum 13. Oktober. Das ist die zweite Dekade im Sternzeichen Waage und wir sind jetzt so mitten in der Luftenergie der Waage. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir so ankommen. Ja, wir haben auch in dieser Dekade einen Vollmond und zwar am 9. Oktober. Das ist direkt in der Mitte der Dekade. Diese Energien, also die Dekade ist also von der Mondenergie her zweigeteilt. Das ist auch irgendwie typisch Waage, so ausgeglichen, ne? Zunächst nehmen die Energien zu bis zum 9. Oktober. Das ist auch ein Wochenende, ein Sonntag. Und dann danach ziehen die Energien sich wieder zurück. Mal schauen, wie diese Energie bei dir so ankommt, lieber Widder. Der Wagen. Du machst dich bereit auf einen neuen Schritt in dein Leben. Du hast schon hier Pläne. Du musst hier nur noch einige Dinge vorbereiten. Und wenn du alles zusammengepackt hast, dann geht es die Reise für dich los. Du bist auf jeden Fall entschlossen für diesen Weg und freust dich da auch sehr drauf. Bist hier voller Vorfreude und Zuversicht. Es gilt noch einige wichtige Entscheidungen zu treffen, bevor es richtig losgehen kann. Hier sehe ich auch eine Weggabelung, die entscheidend sein kann für die ganzen zukünftigen Ereignisse. Ja, aber auch, ich sehe hier auch sehr beherztes Handeln. Bist hier voller Zuversicht, was diese Pläne betrifft. Wir schauen mal, auf welche Bereiche sich das so beziehen könnte. Harmonie, Stabilität, Tiefsinnigkeit, Tiefgründigkeit, familiäre Verbundenheit. Du möchtest Menschen zusammenbringen. Du möchtest Menschen zusammenbringen und das auch nicht auf so eine oberflächliche Weise, sondern wirklich, ja, eben, du möchtest sehen, dass diese Menschen gut zusammen harmonieren und gut zusammenarbeiten oder auch gut zusammen miteinander leben. Eine wunderschöne gemeinsame Zeit miteinander verbringen. Das ist dir gerade sehr, sehr wichtig und du bist bereit, dich sehr dafür einzusetzen. Ja, du möchtest hier auch irgendwie der Dreh- und der Verbindungspunkt zwischen diesen Menschen sein. Du bist bereit, viel für diese Menschen zu tun, viel zu geben, viel von deiner Tatkraft und Optimismus für diese Personengruppe einzusetzen. Ja, du versprichst dir da viel von. Und das sind sehr ähnliche Karten. Die Berücksichtigung der Interessen der anderen Menschen wird dir helfen, eher zu deinem Ziel zu kommen. Immer zu versuchen, die Konflikte in Balance zu bringen, die Energien in Balance zu bringen, hier auch Kompromisse zu finden. Das wird dir helfen, zu deinem Ziel zu kommen. Hier wirklich in so ein gewisses Gleichgewicht zu kommen. Auch in dir selber. Du solltest dich hier auch nicht überfordern. Man hat ja, wenn es um andere Menschen geht, nicht alles selber in der Hand. Aber vieles natürlich. Und auch immer wieder, dass du auch immer wieder so den Punkt in dir selbst findest. Hier einen Ausgleich zu finden, hier in eine innere Ruhe zu finden und nicht in irgendeine Form in die Extreme zu gehen. Das wäre nicht gut in dieser Situation. Das würde dich eher von deinem Ziel ablenken. Ja, ich sehe hier wirklich mehrere Menschen. Es hat auf jeden Fall mit mehreren Menschen zu tun und die haben nun mal alle ihre Bedürfnisse und Wünsche und eigenen Ziele, die nicht immer hundertprozentig deckungsgleich sind. Das ist schon ein großes Geschenk, wenn man in einer größeren Gruppe ein gemeinsames Ziel ansteuert, aber man kann halt nicht hundertprozentige Deckungsgleichheit erwarten. Aber so Annäherung ist schon echt sehr etwas sehr Vorteilhaftes und
gilt auch wertzuschätzen, ne? Und dann sich nicht so sehr auf die Bereiche zu konzentrieren, die nicht hundertprozentig deckungsgleich sind. Da können ja auch irgendwie Win-Win-Situationen entstehen und da sehe ich dich tangieren, ja, da sehe ich dich hier ausbalancieren. Du wirst hier kreative Lösungen finden, um diese Interessen zu verbinden, um hier gute Kompromisse zu finden, um hier irgendwie das gut zu vermischen miteinander. Und vielleicht wird es auch manchmal notwendig sein, deine Ziele so ein bisschen an die Bedürfnisse und Wünsche an den anderen anzupassen. Du wirst hier einen Weg finden. Das ist schon deine Entscheidung, ne? Ob du dich hier anpasst oder nicht. Aber so Angleichungen sind hier im Einzelnen schon notwendig, um dein großes, gesamtes Ziel zu erreichen, ne? Und ich glaube, das wirst du ganz klar erkennen können und du wirst hier ganz gute Möglichkeiten finden, die dich dann auch nicht einschränken oder begrenzen oder wodurch deine Ziele weiter wegrücken, sondern eher das Gegenteil. Du wirst hier sehr kreative, gute Lösungen dafür finden. Ja, interessant. Was hast du vor? Ne? Was hast du vor? Du hast hier schon etwas Großes vor. Ja, du stellst hier einiges in dein Leben auf den Kopf. Du machst es alles ein wenig anders. Du hast hier, du befreist dich auch von Strukturen, die dich bisher in dein Potenzial behindert haben, zurückgehalten haben. Du bist hier echt sehr entschlossen, hier auch einen Turm einstürzen zu lassen, ne? Das steht natürlich für alte Strukturen, die dir nicht mehr nützen, die dich halt eben zurückgehalten haben. Und du kämpfst jetzt dagegen an. Das wird dir ein sehr gutes Gefühl geben. Auch vielleicht auch ein paar Erkenntnisse wird dir das bringen, ein paar Aha-Erlebnisse, hier auf jeden Fall ein Befreiungsschlag deinerseits, ne? Ein Befreiungsschlag, der dir sehr viel Zuversicht, Befreiung, Selbstständigkeit, das Gefühl von Eigenmächtigkeit beschenken wird. Ja, wow, das sind mega gute Karten, lieber Widder. Denn du baust dir hier wirklich etwas Neues auf. Ein neues Fundament. Etwas für die Zukunft. Und das wird toll werden. Du hast hier richtig viele tolle Ideen. Du bringst auch Menschen zusammen. Du wirst auch sehr viel Anerkennung dafür bekommen. Für die Umsetzung deiner wirklichen Ziele. Du hast hier wirklich, wirklich sehr starke Kräfte in dieser Dekade und baust hier. Wenn du hier deine Ziele anpackst, wenn du alles umstrukturierst, wenn du das so umsetzt, wie du das willst, du wirst sehen, dass du Unterstützung bekommst vom Universum, von deinen Mitmenschen, von der Situation, aus deinem Unterbewusstsein heraus, ne? Hier gibt es natürliche Wachstumsprozesse, die auf deiner Seite sind und dich in deinen Vorankommen unterstützen. Und du baust dir hier etwas für die Zukunft auf. Das hat eben auch mit anderen Menschen zu tun und hat auch irgendwie einen familiären Bezug. Vielleicht ein neues Team auf der Arbeit, aber dann werdet ihr auch so eng als Team zusammenwachsen, dass es auch was Familiäres hat. Oder eben wirklich unter einem Freundeskreis oder in einer Familie. Es hat hier auf jeden Fall auch etwas Familiäres, ne? Ein sehr vertrautes Gefühl, ein sehr vertrautes Miteinander, was hier erwachsen wird aus diesen starken Umbrüchen, die du einleitest, ne? Die jetzt gerade aktiv sind. Oh, wow. So viele große Arkane. Eine wichtige entscheidende, eine wichtige Dekade für dich, eine wichtige Zeit. Es hat sich hier nämlich ist schon in der Vergangenheit Veränderung gezeigt in dein Leben. Irgendwas hat sich verändert. Hier gab es etwas, was du neu erfahren hast. Vielleicht hast du neue Talente an dir bemerkt oder neue Möglichkeiten an dir und deinen Mitmenschen. Vielleicht hast du auch neue Menschen kennengelernt, einen neuen Freundeskreis. Irgendwas hat sich in deinem Leben entfaltet. Du hast auch mehr Raum bekommen, mehr
mehr Umgebung bekommen. Irgendwie du bist auch als Person strahlender geworden. Du hast dich entfaltet. Du wurdest bereit zum Schmetterling oder eine Sache in dein Leben, ein Bereich in dein Leben und oder hat sich als Schmetterling entpuppt. Die ist etwas gewachsen und herangereift. Und aufgrund dessen hast du jetzt überhaupt die Stärke, das hier durchzuziehen und zu tun? Und ich sehe hier eine enorme Kraft deinerseits. Du wirst hier vieles erreichen und schaffen können. Und das ist deine Bestimmung. Oh mein Gott, das ist eine starke Legung, lieber Widder. Was für eine starke Legung. Es ist deine Bestimmung. Du bist auf dem richtigen Weg. Du erfüllst dein Schicksal. Es ist tatsächlich so. Es klingt pathetisch, aber wow, es ist sowas von so. Eigentlich bist du hier voll in deiner Energie. Du machst genau das, was du für richtig hältst. Du lässt dich nicht aufhalten. Und das Schicksal ist auch noch auf deiner Seite, ne? Also es ist wirklich das, was das jetzt für jetzt wirst du hier mit Kon Ergebnissen konfrontiert, mit Kehrtwenden, die sich sehr günstig für dich auswirken werden. Ne? Habe ich ja hier schon gemeint, sobald du anfängst, hier diesen Turm anzugehen, das Schicksal wird auf deiner Seite sein, wirst beschenkt vom Leben dafür. Du wirst beschenkt dafür, dass du den Mut hast, diesen Weg zu gehen. Und es führt dich zu deinem wahren Sein. Okay, hier zeigt sich ein Prinz der Kelche in dein Unterbewusstsein. Der Prinz der Kelche könnte eine Wasserperson sein. Eine Pers also entweder, also diese Hofkarten sind vielfältig interpretierbar. Entweder verweist diese Karte auf dich oder auf eine Person in deiner Umgebung, die sehr viel Wasserenergie aktuell mitbringt. Vielleicht ein Wasserzeichen, Fische, Krebs oder Skorpion, muss aber nicht unbedingt. Kann auch ein anderes Sternzeichen sein, aber im Moment bringt diese Person sehr viel Wasserenergie mit rein. Natürlich könnte diese Person auch auf dich verweisen, das sehe ich aber eher nicht. Du hast hier so viel Empowerment. Du bist voll in Feuerenergie. Du bist voll bei dir, ne? Aber gut, es ist nicht, es sei dahingestellt. Der Prinz der Kelche ist auf jeden Fall eine jüngere, unreifere Energie. Könnte auch ein Kind sein. Wenn es dir um eine Familie geht, sehe ich hier Kinder, ne? Tochter, Sohn, um die du kämpfst, um die es dir hier geht. Oder andere junge Personen oder eben eine Person, die etwas unreifer ist als du, die aktuell auch besonders unreif ist. Diese Person ist tief mit dir verbunden. Das ist nicht irgendeine Person, die kennst du schon länger. Und da gibt es eine sehr tiefe Verbundenheit zu dieser Person. Und diese Person ist an deiner Seite. Diese Person ist tief mit dir verbunden. Was denkt diese Person? Ein Prinz der Schwerter könnte auch ein Luftzeichen sein, ne? Wassermann, Waage, Zwillinge, besonders Waage, besonders Fische. Nee, entschuldigt. Doch, Fische, entschuldigt. Diese Person denkt zurzeit viel nach, wendet sich vielleicht an dich, braucht einen Rat, braucht Führung, möchte den Weg des Herzens gehen, ist auch sehr entschlossen, den Weg des Herzens zu gehen. Lässt sich aber treiben. Diese Person ist eher passiv, aber auch. Ich sehe hier einen sehr starken Bezug. Also dir geht es hier geht es dir wirklich um eine Gruppe von Menschen. Und dieser Prinz der Kelche gehört unter anderem zu dieser Gruppe von Menschen. Und dieser Mensch ist treu an deiner Seite. Dieser Mensch ist genauso entschlossen wie du, diesen Weg zu gehen. Bloß die Vorangehensweise dieses Menschen unterscheidet sich von deiner. Aber ihr seid hier, ihr habt hier gemeinsame Ziele.
Und aber dieser Mensch ist eben von der Methode, von der Herangehensweise, von dem Weltbezug einfach anders als du selbst. Das musst du respektieren. Dieser Mensch kann nicht so viel Tatkraft aufwenden wie du. Dieser Mensch macht das irgendwie anders. Dieser Mensch fühlt viel mehr. Dieser Mensch lässt die Dinge eher auf sich zukommen, lässt sich treiben, versucht auch immer viel über alles nachzudenken, versucht den Sinn hinter allem zu verstehen, versucht auch den eigenen Lebenssinn zu finden. Ja, aber ihr seid ein gutes Team, ihr seid unterschiedlich, aber ihr wollt das Gleiche. Also respektiere, dass dieser Mensch nicht so viel Tatkraft aufwenden kann wie du, dann wird alles gut werden. Ja, ich sehe hier neue Impulse. Wenn das hier eine Partnerschaft ist, dann sehe ich hier, dass es hier zu einer Wiederbelebung eurer Partnerschaften kommt. Durch die Veränderungen, die passieren, wird die Leidenschaft zwischen euch wieder neu entflammen. Ihr werdet euch wieder ineinander neu verlieben. Und da sehe ich sehr viel Optimismus und Erfüllung und neue emotionale Impulse. Wenn diese Person Teil deiner Familie ist oder Teil deines Teams auf der Arbeit, dann sehe ich auch hier wirklich erfrischende neue Energie, die sehr motivierend wirkt, die auch wirklich sich sehr auch sehr glücklich, sehr erfüllend anfühlt, sehr viel Spaß bringt. Das Wochenende wird sehr schön. Diese Zeit bis zum 9. Oktober wird sehr erfüllend, sehr viel Spaß mit und sehr viel gemeinsames Miteinander bringen. Es wird sich sehr nett anfühlen, auf jeden Fall, sehr freudig. Ja, und dir ist einfach auch klar, dass du hier in dieser ganzen Dekade dir etwas Neues aufbaust und du bist nicht hektisch, du hast es nicht eilig. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil es geht hier tatsächlich mehr um Dauerhaftigkeit. Du überstürzt es nicht. Das finde ich hier auch sehr gut, weil es geht ja auch, es ist viel besser, wenn du immer wieder deinen Ruhepunkt findest, als wenn du alles sofort haben willst. Du bereitest dich eher noch vor. Widder sind ja auch neigen auch manchmal zu Ungeduld. Die sind ja sehr entschlossen, gehen sehr entschlossen auf ein Ziel zu. In dieser Dekade wirst du das jetzt nicht alles sofort umsetzen können. Es ist viel wichtiger, auf lange Sicht zu planen und auch immer wieder diese Veränderung auch zu genießen. Das wird sich auch hier sehr erfüllend und bereichernd für dich anfühlen. Und wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel und du bist auf dem Weg. Ja, und es gilt, diesen Weg zu genießen. Mit jeder einzelnen Etappe, da wartet sehr viel Reichhaltigkeit, sehr viel Harmonie, sehr viel Schönes auf dich, sehr viel mitmenschliche Interaktion, sehr viel Warmherzigkeit. Und das gilt es zu wertzuschätzen, Dankbarkeit dafür zu entwickeln und es so weiter wachsen zu lassen, ne? Diese Impulse weiter in dein Leben zu integrieren, denen mehr Raum zu geben, mehr Aufmerksamkeit. Du baust dir hier etwas für die Zukunft auf. In deinem sozialen Umfeld könnte sehr viel Chaos sein. Du wirst manchmal vielleicht nicht ganz sicher sein, wen du trauen kannst und wen nicht. Es gibt hier, ja, habe ich hier schon gemeint, es gibt hier Ziele, die sind nicht hundertprozentig deckungsgleich. Das gilt es irgendwie herauszufinden. Hier gibt es auch die Neigung zur Unehrlichkeit. Vielleicht ist den ein oder anderen Menschen denen das betrifft, gar nicht so richtig bewusst, was die eigenen Ziele sind. Da gibt es viel Misskommunikation, viel Chaos und das kommt aber nicht aus dir heraus. Du bist entschlossen, du weißt, was du willst. Das sind Probleme der anderen. Also du solltest dich davon nicht irritieren lassen und auch nicht auf jede Information gleich reagieren. Stattdessen innehalten und nochmal drüber nachdenken. Dich nicht davon berühren lassen.
ne, dich davon abgrenzen eher und dir bewusst machen, okay, das ist jetzt das Problem der anderen. Da könnten auch Gerüchte eine Rolle spielen, ne? Du könntest eine falsche Information über jemanden bekommen und das könnte dich dann wütend machen, ne? Wütend machen und du könntest dann auf die Person zugehen und die zur Rede stellen. So würdest du das eigentlich auch immer in der Regel tun. Aber dieses Mal ist so ein bisschen Besonnenheit gefragt. Also denk lieber darüber nach, ob diese Person sowas wirklich tun würde oder ob das zu dieser Person passt oder ob hier nicht irgendwie die Informationen ein bisschen verdreht worden sind. Irgendwie so eine Situation könnte sich ergeben. Lass dich davon nicht aus der Ruhe bringen. Behalte deinen Fokus. Du bist zu allem bereit, du bist sehr entschlossen, ne? Du machst dich hier auf die Reise, du machst dich auch hier, du bist auch bereit. Im entscheidenden Moment alles zu geben und du rechnest damit, dass dieser Moment bald kommen wird. Du rechnest damit, dass es einen Moment gibt, wo du dich behaupten musst und du bist vorbereitet und bist entschlossen, da auch diese Herausforderung anzunehmen. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das mit dieser Person in Zusammenhang steht. Das ist hier natürlich die gleiche Person. Ne? Luftenergie zeigt sich jetzt hier mehr. Waage könnte das sehr gut sein. Da gibt es eine Auseinandersetzung mit dieser Person. Also Auseinandersetzung, ein Treffen. Ne? Also du wirst dich dieser Person annähern, ihr werdet euch sehen, ihr werdet euch treffen, ihr werdet miteinander kommunizieren, du wirst dieser Person näher kommen. Ab dem 9. Oktober, spätestens so zwischen den 12., 10. und 13. werdet ihr mehr euch sehen, werdet ihr mehr miteinander zu tun haben. Ihr seid ja schon sehr verbunden, aber hier gibt es dann, also vielleicht lebst du auch mit dieser Person zusammen. Dann werdet ihr hier ein bisschen mehr Zeit füreinander haben, auch mehr Gespräche miteinander führen. Ihr werdet euch mehr sehen, ihr werdet euch annähern. Da gibt es Entscheidungen. Dieser Mensch ist ein bisschen auch im Chaos unentschlossen. Dieser Mensch ist viel unentschlossener als du. Grundsätzlich, ne? Also, das meint dieser Mensch gar nicht böse. Der kann einfach nicht anders. Ne? Ich habe dir ja gesagt, die Vorgehensweise dieses Menschen ist einfach anders als die deine. Und das ist immer so irritierend, wenn jemand so anders ist, ne? Aber es ist einfach so. Man kann das dann nur akzeptieren. Das ist einfach, so ist dieser Mensch einfach. Dieser Mensch ist unentschlossen. Und dieser Mensch muss aber anscheinend eine Entscheidung treffen. Und das bei Waage, ne? Wenn man darauf, also ich sehe hier viel Waage, muss nicht unbedingt Waage sein, aber ne, vielleicht hat dieser Mensch auch Waage in seinen Chart irgendwo oder ist aktuell von Waage-Energie irgendwie betroffen. Wir haben ja auch diese Dekade Waage, ne? Also sind alle so ein bisschen mehr Waage als sonst. Aber was ich sagen wollte, Waage, wenn Waage sich entscheiden muss, wenn Waage sich entscheiden muss, das kann einen schon seine gesamte Geduld kosten. Wenn man nicht so viel Geduld hat, kann das wirklich nervenaufreibend sein. Aber das ist auch die wunderschöne Stärke an Waage, dass Waage wirklich alles durchdenken und dann wirklich etwas zu einer guten Entscheidung kommen, ne? Die finden dann halt manchmal dann halt auch besonders gute Lösungen. Auf jeden Fall, Waage hatte, ich habe das Gefühl, diese Person muss sich irgendwie entscheiden, muss eine Entscheidung treffen. Das ist vielleicht auch Teil dieser Vorbereitung, ne? Vielleicht wartest du darauf, dass sich diese Person entscheidet, sodass ihr zusammen durchstarten könnt. Für diese Person ist diese Entscheidung aber nicht leicht. Diese Person wird alles durchdenken. Und wird auch gezwungen sein, irgendwie die Perspektive auf die Sache zu ändern, mehr Bewusstheit zu bekommen oder auch vielleicht muss diese Person auch etwas aufgeben, um
mit dir zusammen diesen Plan zu verfolgen, ne? Das könnte auch sehr gut sein. Und das fällt dieser Person schwer, sich zu dieser Entscheidung durchzuringen. Wow, sehr gute Karten. Also es wird hier zu einer Entscheidung kommen. Ich kann dir nicht sagen, wie sich diese Person entscheiden wird, aber diese Person wird sich dann doch plötzlich entscheiden und auch radikal sein. Es wird sich hier auch etwas ändern. Hier gibt es schon einen Umbruch, ne? Also hier wird dann schon bis zum 13. Oktober etwas entschlossen. Wird dazu führen, dass diese Person hier reift. Das ist gut für diese Person, was hier passiert. Diese Person wird reifen, diese Person wird zum Ritter der Schwerter und ich bin hier immer mehr bei Waage, bei Luftzeichen, bei Wassermann Zwilling. Es wird dazu führen, dass diese Person erwachsener wird. Dass diese Person für mehr Verantwortung übernimmt, dass sie mehr Verantwortung übernimmt. Und hier zeigt sich dann noch die sieben Scheiben. Das heißt, du wirst zum Zuge kommen, dieser Schritt, auf den du dich vorbereitest, dieser Schritt nach vorne, für den du mutig sein willst. Du wirst den Moment haben, deinen Einsatz zu zeigen. Ne? Dein Moment wird kommen, dein voller Einsatz wird notwendig sein. Du wirst hier die Gelegenheit bekommen, zu zeigen, wie sehr du dich für diese Angelegenheit, für diese Beziehung, für diese Verbindung zu diesem Menschen einsetzt. Und ich glaube, das wird dich ganz zufriedenstellen, denn du bist ja auch gut vorbereitet. Ne? Du weißt, was du da tust. Und du bist bereit, diese Challenge, diese Herausforderung anzunehmen. Wow, eine unheimlich wichtige Woche für dich, ne? Echt, also ich bin baff von dieser Legung. Bei dir wird wirklich vieles passieren, ganz tolle Sachen. Es wird aufregend, es fordert dich heraus, es wird auch erfüllend. Ich glaube schon, dass dieser Mensch sich eher positiv entscheidet. Es sieht mir eben hier danach aus. Dieser Mensch ist auch wirklich an deiner Seite, ne? Ich sehe hier sehr positive Karten, ne? Dieser Mensch will das nur sehr ernst nehmen, will sich sicher sein, und lässt sich dann halt auch ein bisschen Zeit, grübelt halt viel, ne? Lass dich davon nicht irritieren, das wird sehr, sehr gut. Das führt dich auf jeden Fall auf den Weg, auf den du sein sollst. Du siehst es auch so, dir ist auch klar, dass diese Veränderungen, die in deinem Leben passieren, die du auch selber bestimmst und einleitest, dass die zu deinem Schicksal gehören, zu deiner Bestimmung. Du siehst das schon so, das hast du dir auch so vorgestellt. Was sagt der Mond zu deiner Energie? Die richtigen Antworten kommen. Ja, das sind halt auch die Geschenke hier, ne? Du musst den Plan nicht im Detail kennen. Es ist mehr Flexibilität notwendig, ne? Und ich denke, der Weg ist das Ziel, hatte ich schon mal gemeint. Auf diesem Weg wirst du einige Anpassungen vollziehen. Einiges Neues dazulernen, Neues integrieren. Du musst am Anfang dieser Dekade nicht alle Antworten kennen. Die Antworten kommen. Ich finde, das ergibt voll Sinn, dass da ein Prozess startet, in dem sich die Dinge so entformieren. Und vielleicht wirst du dann auch die richtigen Menschen kennenlernen und treffen, wieder treffen, die dir die Antworten geben. Ich sehe hier auch wirklich gutes Teamwork und einen starken Zusammenhalt im Mitmenschlichen und besonders, ja, wahrscheinlich schon an diesen Wochenenden, an diesen Vollmondwochenende da wirst du bestimmt alle Antworten haben, die du brauchst. Außer natürlich die Antwort von dieser einen Person. Die lässt sich noch ein bisschen Zeit. Das ist dann die letzte Antwort, wird die letzte Antwort sein. Ich glaube, wenn du diese Antwort hast, diese Entscheidung von dieser Person, dann hast du alles, um dich endlich auf den Weg zu machen. Das könnte wirklich ein bisschen Geduld von dir abverlangen. Und
Vielleicht wirst du auch ein bisschen dich besonders nach diesem Wochenende, den 10., 11., 12. Oktober, könnte es sein, dass du dich ein bisschen zermürbt fühlst. Könnte. Wenn sich, weil einfach dadurch, weil sich diese Person Zeit lässt und du wirst vielleicht das Gefühl haben, oh Mann, ey, ich brauche jetzt nur noch diese Antwort. Und dann ist eigentlich für mich alles klar. Aber hab Geduld, ne? Hab Geduld mit diesen Menschen. Es zeigt nur, wie ernst er das meint, dass er sich Zeit lässt mit dieser Entscheidung oder sie. Ne? Es zeigt nur, wie ernst das für diese Person, für diesen Menschen ist. Deswegen kannst du das auch positiv sehen. Ja, lieber Widder, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat, dass dich diese Legung inspiriert hat. Ich bin sehr gespannt, was alles in deinem Leben passieren wird. Und ich bin mir super sicher, dass du diese Herausforderung meistern wirst und dass du sie dankend annehmen wirst, ne? Dass du dich darauf freust, dass es super wird, dass du eine gute Zeit haben wirst. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.